So, herzlich willkommen zurück zu Creative Server Let's Play, Folge 251, holy shit. Und ich würde mal sagen, wir nehmen diese Woche den einen Wunsch in Angriff, den, wer war das? Roland DM oder? Genau, Roland Deathmatch. Ah ne, das D gehört noch zu Roland. Zu Roland M. Hilft wahrscheinlich für Multiplexer oder modulare Körperbau. Oder Mimimi. Okay, ja. Wir legen mal los. Jetzt müssen wir uns das überlegen. So, nein. So, ja. Und zwar werden wir jetzt mal im Keller bei uns den Keller quasi Richtung der Leiter erweitern. Man muss mal gucken, ob da überhaupt dafür Platz ist. Weil das ist ja auch unsere MV-Anlage. Den Keller quasi in die Richtung erweitern. Und dann ein unterirdisches Lager bauen, damit wir, ne, war ja die Idee, ein bisschen kürzerer Weg, damit wir nicht immer zu unserem Lager rennen müssen da, dass wir quasi direkt im Keller ein bisschen Lagermöglichkeiten haben. Vielleicht auch die größer als das bisherige Lager, damit da auch die ganzen, zum Beispiel, ne, Mineralien und sowas alles mit rein können, weil unsere Kiste ist ja mittlerweile wieder im grünen Bereich. Aber ich denke mal, sie geht doch sehr schnell wieder in den gelben Bereich. So, mal weil wir schon Sachen ausgelagert haben. Wir haben ein bisschen Kohle und Eisen haben wir schon unten im Keller. Und ja, das wird einfach mit der Zeit zu viel. So, deswegen würde ich gerne nicht. Ja, war klar. Ich wollte nämlich hier einen Durchbruch machen. Aber dann habe ich direkt die Geräte direkt daneben. Da ist natürlich suboptimal. Ich bin mittlerweile auch am Überlegen, ob ich nicht einfach das Ding hier abbaue. Komplett abbaue und hier das hinbaue, was ich vorhabe. Weil ganz ehrlich, das Wasserding brauchen wir nicht mehr. Es sieht halt ultra stylisch aus. Deswegen wird der Raum an sich ja auch. Ja, eben, ich kann den Raum jetzt sogar lassen. Den kann ich bei dem, was ich vorhabe, sogar gestaltungstechnisch mit einberechnen. Ja, wieso? Oha. Das wird ja. Die Dinger liegen drauf, ne? Ja. Das heißt, ich kann hier vor nichts bauen. Okay. Es ist außerdem auch eine gerade Anzahl. Die geht ja das, was ich vorhabe, sowieso. Obwohl doch. Hey, wie ist die Tür? Die Tür ist ja. Hallo, Erdansymmetrie? Hä? Was ist denn hier passiert? Ist die Mauer gewandert? Hier fehlt eine ganze Reihe. Soll das so sein? Was so. Hat das einen Grund oder bin ich einfach nur dumm? Also ich meine, dumm sein ist ja Grund genug, aber ist dahinter irgendwas? Nee, ne, da ist ja gar nichts. Nö, dürfte eigentlich nur Erde sein. Der weite Ozean. Dahinter ist gar nichts. Hä? Kann ich so hart verkackt haben, dass ich die Mauer. Vor allem, da müsste mir hier doch aufgefallen sein, dass hier, okay. Ich hatte aber auch keiner irgendwie darauf hingewiesen. Oder habe ich das überlesen, dass irgendjemand hier mal aufgeschrien hat? Oder hatte das doch einen Grund? Mir fällt zumindest gerade keiner ein. Ich reiß mal die Mauer hier weg. Wenn das doch einen Grund gehabt haben sollte. Ne, der ist nur Sand. Wenn das doch einen Grund gehabt haben sollte. Ja. Dann hoffe ich, dass mir der Grund wieder einfällt. Oder er nicht so wichtig war. Das ist ja tatsächlich seltsam. Ist mir aber echt nie aufgefallen. Ist doch hier Unterschied wie Tag und Nacht. Wer macht denn so Mist hier? Da ist die Mitte.
Da ist nicht die Mitte. Okay, gut, dann müssen wir erstmal hier den Raum fixen. Sehr schön. Na gut. So, die Steine hier unten müssen auch noch weg. Da kommt dann durchgehend. Genau, durchgehend dieser Brickstone rein. Genau so wie hier. Das muss auch weg. Und die Reihe hier muss weg. Aber klar, kommt das Wasser runter. So, Stone Bricks. Ja, keine Ahnung, was mich da gegriffen hat. Moment mal. Doch, genau, der muss noch weg. Nein, muss der nicht. Hä? Doch, muss er. Die alle hier müssen weg. So und das. So, macht das denn. Perfekt. So, die Steine hier unten müssen auch noch weg. Das mache ich hier unten bestimmt die ganze Wasserströmung kaputt. Ist aber egal, die Dinger werden ja eh nicht mehr aktiv benutzt. So. Jetzt kommen hier die Steine wieder rein. Wofür sie natürlich nicht reichen, ganz klar. Aber das ist ja kein Problem. Wenn wir irgendwas haben, dann Steine. So. Das ist doch verrückt. Das ist ja verrückt, ist das. So, immer mal jetzt gucken. Genau hier. Sehr schön. Scheiße, die Glasplatten hätte ich auch gleich mitnehmen können. Egal, wir brauchen eh noch einen Eimer. Eimer und diese Glasplatten. Das waren jetzt aber die 16, oder? Ja. Mache ich zwar ungern, aber einfach aus optischen Gründen hatte ich da die 16 genommen, damit es wirklich so flach wie möglich ist. Ich meine, ob wieder ein Glas haben werden, wäre es genug. Da, ne, sind die falschen. Haben wir noch die ganz dünn? Geh doch mal rein da. Ja, haben wir tatsächlich noch. Warum sind die einen da und die anderen in der Kiste hier? Ist doch. Nee. So, unten Eimer. Der Eimer ist unten. Dankeschön. Und Dankeschön. Ja, da. So, dann kommst du da rein. Perfekt. Ach so, das Replacement Tool brauche ich auch noch. Damit geht es wesentlich einfacher. So. Okay. Und Raum ist gefixt. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob das irgendeinen Grund hatte oder. Einfach dumm gelaufen. So, okay. Jetzt muss ich mir das überlegen, was ich gerne machen würde. Dann muss ich das Ganze jetzt im Zwei-Stufen-Plan machen. Die Sache ist. Nee, doch, das geht wunderbar. Ich muss hier jetzt leider doch nochmal eins rein. Dass der Raum quasi nach hier hinten verlängert aussieht. Das ist meine Schippe. Der kann bleiben, aber das hier oben ist noch weg. So, der Stein hier unten ist auch weg.
Alles andere passt. Achso, hier oben, der Sand muss weg. Tja, müssen wir mal gucken, ob, wie wir es denn von oben gestalten. Ob man das durchs Wasser überhaupt so schlimm sieht. Ne, wir haben ja hier bereits eine Steindecke drin, die man das durchs Wasser nicht so merklich merkt. Ich hoffe einfach mal, dass es so bleibt. So, jetzt ist der Raum. Oh. Jetzt ist der Raum erstmal nur verlängert. Ne? Nicht wild, nicht tragisch. Warum ist eigentlich Wasser? Das war Optik, ne? Das habe ich einfach nur aus Optik gemacht. Ah. Okay, kann er bleiben. Ne, der Raum sieht jetzt einfach nur verlängert aus. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich... Ich bin bescheuert. Ich hätte da hinten doch Erde lassen können. Die hintere Wand. Alter. Schon wieder planlos wie eh und je. Jetzt muss ich auch eine andere Spitzhacke. Das wird immer besser. So, weil die Dinger wird man später nicht mehr sehen. Und jetzt werden sich die meisten garantiert schon denken, ah, Ronny will wieder irgendwas tricksen. Der kleine Trickbetrüger. Tatsächlich ja. Und zwar... Will ich da erstmal eine ganz dünne Wand davor zimmern, weil ich nämlich an der Stelle der eigentlichen Wand eine kleine Konstruktion bauen möchte. Und zwar eine, ja doch, quasi einfach eine automatische Tür. Sodass es quasi von außen so aussieht wie eine Wand, eine durchgehende Wand. Deswegen muss ich doch mit diesen dünnen Platten arbeiten. Aber in Wirklichkeit ist dann unser Lager. Nein, Steinplatten sind oben. Dann brauchen wir noch den Schraubendreher und das Replacement Tool. Sechzehntelplatten, ja. Ich werde jetzt tatsächlich doch immer auf Sechzehntel gehen. Außer bei diesen Compressed-Sachen, also bei den Sachen, die richtig teuer sind, dann nicht. Aber bei so normalen Sachen wie, weiß nicht, Stone, oder also diese Steinplatten und sowas alles, da werden wir immer ein Sechzehntelplatten nutzen. Weil ganz ehrlich, es ist zwar Verschwendung, ne, weil man da quasi nur die Hälfte des Materials rausbekommt. Aber wir haben so viel von dem ganzen Scheiß, also, weiß nicht, nochmal 5000 Steine einschmelzen, damit wir hier nochmal ein paar Platten bekommen, ist wirklich absolut kein Problem. Von daher. So, Schraubendreher ist natürlich Werkzeug, also unten in der Kiste. Dankeschön. Alter, brauchen wir die Spitzhacken, die wird's denn los? Nein, weg. Na, weg. Da und da. Oh, wir haben bereits einen Strom. Was? Oh, ein Tippelbildschirm. Ach, Mann. Das da. Danke. So. Schuppe kann wieder nach da. Nach da. Nach da. So. Jetzt mal, wir brauchen noch mehr Steine. Noch mehr Platten. Wir brauchen 6, 12, 19. Platten. Wir haben bereits 7, das heißt, wir brauchen noch 12. Und das passt natürlich nicht. Nehmen wir 16. 16 16. Platten. Brauchen wir 2 Blöcke für. Hä, aber Ronny, 16 16. ist doch 1. Ja. Leider nicht. Mein Test denkt etwas anders. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich hier einen normalen Block hinsetze, welche Ausrichtung hat er dann? Weil die Platten haben nämlich meistens eine genau falschrum Ausrichtung. Ja, komplett andere Ausrichtung, danke dafür. Das war gerade garantiert sinnfrei. Ja, das war komplett sinnfrei. Dann einmal so. Ja, perfekt. So, jetzt kann ich die hier wieder abbauen. Ich könnte sie doch eigentlich... Nee, komm, ich muss sie einfach ab. So, jetzt... Momentchen mal, kopieren, ne? Genau, kopieren, einfügen, 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 einfügen. La, 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 la. Ja, das hat ja gut funktioniert. Weg mit dir, weg mit dir. So, ne? Jetzt sieht das hier aus wie eine komplett, wie eine ganz normale Wand.
Und wenn die Tür später zu ist, sieht es so aus. Das heißt, man erkennt kein bisschen, dass hier eigentlich eine Tür ist. Ne, aus, na klar, wie gesagt, wenn man ganz nah rangeht, klar, da sieht man es immer. Aber so vor reingehen, so normalerweise, wenn man darauf, da nicht direkt drauf achtet, denkt man sich so, ich werd nass. Ja, genau das. So, und genau darauf ziele ich nämlich quasi ab. Das heißt, wir können nämlich jetzt hier, denn statt dem Sand kommt da nämlich quasi die Türkonstruktion rein. Also einfach nur zwei Dropper, Hopper. Der Drops ist gelutscht. Wie heißt die Dinger? Nicht Dwarver. Dwarver waren die Kisten. Hopper war was anderes. Genau, Hopper war das. Pusher garantiert nicht, das wäre viel zu einfach. Hießen Dinger Pisten? Ja, Pisten hießen die Dinger. Ich weiß nicht, was Pisten auf Deutsch heißt. Vielleicht ist es auch genau das, aber keine Ahnung. Genau, die Dinger hier, da und dann halt noch so komischer Menschsensor und Ananas und alles. So. Ich hätte doch mal ein bisschen gerne Licht. Digga. Deutsch einfach. Das dahin. Ja, das ist nämlich genau der Grund, weswegen ich diese Platten nicht hier bauen konnte, weil eben, die sind da hier bereits drauf und deswegen muss ich das Ganze halt eins nach hinten schieben. Hä? Der geübte Blick könnte daran schon vermuten, dass irgendwas versteckt ist, aber ich hoffe, es sieht halt einfach so aus wie ein etwas weitergeführter Raum, ohne dass da jemand direkt was vermutet. Es wird sich zeigen. Letztendlich ist es auch egal, weil die Kisten sind sowieso geschützt. Es ist also einfach nur wieder eine Spielerei von mir, ohne technischen Sinn, weil wie gesagt, die ganzen Kisten nachher sind eh geschützt. Ist ja alles hier im Protected-Bereich, von daher ist das bloß eine Art Gimmick. So, jetzt fällt mir gerade mal auf. Dich sieht man später, dich sieht man später und dich sieht man später. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall so machen. Und hier kommt dann die Technik hinter. Das heißt, du musst weg, 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 du musst weg. Du musst auch weg, du musst auch weg. So, und jetzt wird es nämlich bereits spannend. Hier vorne müssen die Steine hin. Das heißt, hier müssen die Hopper, Dropper, Lopper, Pisten hin. Hier muss der Mesekon, das heißt hier denn der Detektor. Das passt soweit. Haben wir doch einen Detektor? Wir hatten ja damals für diesen Leuchtturm, hatten wir ja zwei gebaut, glaube ich. Ich weiß nur nicht, ob wir auch beide verwendet hatten oder ob es hier... hier ist noch einer. Player Detektor. Aber kein konfigurierbarer, oder? Da gibt es da gab's doch Unterschiede. Der war doch lila, den wir brauchen. Player. Ach nee, gelb. Okay, gut, können wir einzeln bauen. Ja, yeah. Das heißt, wir brauchen einmal Mese. Weil er soll natürlich nur auf uns reagieren, klar. Danke, danke. Ja. Danke. Ja. Danke. Immer diese Rezepte, wo du gerade mal zwei Items hast, aber du die dann richtig anordnen musst. Ja. So, dann brauchen wir noch Mesekon. Zwei. Ich brauche zwei Vertikale, ne? So, Pisten. Haben wir noch Pisten drinne? Ja! Sehr nice. Warum haben wir so viele Pisten? Sag mal. Was ist denn da los? So. Dann sollte das ja eigentlich schon fast alles sein, was wir brauchen, oder? Och, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. So, nein, da, danke. So, dann probieren wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie ein Flitzebogen, du. Wie ein Flitzebogen. So, und zwar der Player-Detektor kommt dahin. Er sollte so auslösen, dass dass er uns quasi registriert, sobald wir in der Nähe sind. Wir sind von dem Ding ungefähr drei Blöcke entfernt. Aber wenn ich jetzt den 3 gebe, ist garantiert zu wenig. Genau. Da muss ich nämlich hier stehen. Ah ja, okay, waren noch 4 Blöcke. Ja, okay. Das heißt, ich mach mal 5.
Damit er uns auch registriert, wenn wir hier quasi schon vor der Tür stehen, weil ist ja ein Radius. Ach nee, ist das ein Radius oder, also wird es als Kreis berechnet oder wird es einfach als Viereck berechnet quasi? Programmierer wissen, was ich meine, alle anderen fragen sich gerade, ist der Typ bescheuert? Komm, wir probieren einfach mal das mit aus hier. Da. Okay, es wird schon mal wirklich als Radius berechnet, also als Kreis. Das ist geil. Lol. Gut, dann müssen wir den Wert doch noch ein bisschen höher machen. Dann machen wir den Wert mal auf... Letztendlich ist es ja egal. Der reagiert ja eh nur auf uns. Von daher ist es eigentlich egal, wie groß der Wert ist. Scheiße, ich brauche noch einen Inverter. Ja. Danke dafür. Gott, du musst ja doch noch eins breiter werden. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Haben wir einen Inverter? Inverter? Na klar. Ach, super. Also immer wieder das abbauen hier. Und noch eins rein. So. Der Plärrdetektor kommt dann. Ich brauche mehr Platz. Nach da. Du sollst nur auf mich reagieren in einem Abstand von, sagen wir einfach mal, ja doch, komm, wir bleiben einfach bei 10. 10 ist ein guter Wert. Genau, jetzt kommt das Ding hier. Ach, natürlich genau falsch rum. Willst du mich? Leck mich. So, der andere kommt denn dahin? Ja, ist richtig, weil dadurch, dass ich das Ding umgedreht habe, muss der erst sich aktualisieren, damit der funktioniert. So, das heißt, jetzt gehe ich weg. Mindestens 10 Blöcke. Wenn ich mal den Scheiß Alter hier treffe. So, und jetzt, wenn ich jetzt hingehe, müsste er jetzt eigentlich... Ja, funktioniert. Holy crap. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Yes, okay. So. Jetzt kommt... Ja, jetzt brauchen wir also quasi den eigentlichen Raum. Mache ich mal hier nochmal eine Fackel hin. Achso, halt, wie breit. 1, 2, 3. Also quasi einfach nur bis da. Wobei ich sowieso gucken muss, wie breit der Raum sein muss. Also, wir haben in der Mitte den Laufgang, den hätte ich gerne 3 breit. Dann nur noch die Kisten und dahinter die Pipes. Das heißt, ja doch, der Raum muss genauso breit wie der hier. Sehr gut. Gut, wie lang der Raum werden muss, weiß ich gerade noch nicht. Ich hoffe nicht allzu lang. Wenn ich jetzt hier eine Fackel hinstelle, was passiert denn mit der Fackel? Ach nee, der schiebt nicht einfach alle Blöcke weiter, kann das sein? So war das doch irgendwie. Dann verändert er quasi die gesamte Welt. Ja, nee, nicht die gesamte Welt, irgendwann droppt er einfach irgendwo einen Block. Wenn es außerhalb der Reichweite kommt, oder? Irgendwie so war das doch. Auf jeden Fall macht er irgendwas kaputt. Also nichts Gutes. Und dann wird er gefangen. Wollen wir uns jetzt überlegen. Wie lang machen wir den Raum? Er sollte schon ordentlich groß sein. Ich will ihn jetzt aber auch nicht einfach zu hart in die Länge ziehen. Wait a minute. Ich
bin gerade am Überlegen, ob es nicht vielleicht besser wäre, das Lager in die Richtung zu bauen oder in die Richtung. Oder in alle drei Richtungen. Gott. Obwohl, ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Oh, Ronny, was machst du schon wieder? Das kann doch nicht gut gehen. Ich habe so viele Ideen und so viele schlechte Ideen. Und so viele Ideen, bei denen ich genau weiß, dass ich mich daran übernehmen werde. Drei Lager? Wäre doch geil, oder? Weil dann wäre pro Lager der Weg kürzer. Weil darauf will ich gerade hinauf. Weißt du, wenn ich ein Lager habe, wo der Gang einfach mal 30 Blöcke lang ist, ja, dann ist der Weg letztendlich da hinten zum letzten Dwarver genauso lang, wie wenn ich da hinten zu dem Lager laufen würde. Also, deswegen würde ich lieber mehrere Lager machen, die dann quasi spezialisiert sind. Also der eine auf Rohstoffe, also hier auf Mineralien, einer auf Geröll, also Sand und die ganze Dreck und so. Und einer so auf Lebensmittel und den ganzen Dreck und so. The question is, machen wir das? Es wäre halt eigentlich cool. Es wäre halt arschcool. Komm, ganz ehrlich, einfach der Coolness wegen machen wir es. So, das alles muss dann natürlich weg. Und dann muss das hier alles weg. So, hier muss da so ein Eckstück rein. So, das geht's ja zum Glück. Wenn nicht, wäre der Traum spätestens jetzt aus. So, das alles muss hier auch nochmal eins reingehen. Oh Gott, Alter. Warum hab ich immer so scheiß Ideen? Ich meine, okay, es sichert uns zumindest für die nächsten 30 Wochen den Folgeninhalt, ja, also. Pff, danke. Aber. Hallo. Ja. Ja, das Wasser muss dann später weg. Das macht dann jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Die Sache ist, es ist voll unnatürlich, aber es sieht halt gar nicht mal so schlecht aus. Gut, vielleicht sollte ich dann einfach hier ein bisschen großflächiger das Ding hier ausbauen, damit es auch quasi von oben optisch gut aussieht. Aber so von der Struktur her sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht halt künstlich aus, ja, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil ich meine, da ist doch sowieso ein Haus. Also hier irgendwie versuchen, das naturbelassen aussehen zu lassen, das macht sowieso keinen Sinn. Doink. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier? Ach so, weil ich hier lang gegangen bin. Dankeschön. Du kannst auch einfach mal zugehen. Bumm. Und dann müssen wir jetzt. Oh Gott, Alter. Das gibt eine Katastrophe. Vor allem wird hier gleich überall Wasser reinkommen. Oh Gott. Scheiße. Was soll's? Das wird ein Albtraum. Oh, spätestens jetzt kommt überall wieder Wasser rein. Geht das hier kaputt oder bleibt das da? Weil Fackeln gehen kaputt, das weiß ich. Ah, ne, Mesokonsperm scheint da zu bleiben. Sehr schön. Sonst würde ich jetzt heulen. Ich meine, gut, so viel ist es nicht. Kann man also wieder relativ schnell aufbauen. Hä? Ja. Die Strömung von Mindtest ist echt genial. Ich meine, dass es hier nicht lang fließt, ist klar. Hier sind ja Blöcke. Aber hier ist es doch lang. Ach nee, hier sind ja. Ach, das sind ja auch Blöcke. Ich schon wieder. Stimmt ja. Hallo. Lolrof. Ja, gut, ist natürlich schön. Irgendwie. Warum ist jetzt ein Baumstamm? Ach so, wie ein Ding hier. Na gut. Stört nicht. Sieht man später eh nicht mehr. Was, wo bin ich jetzt gerade? Ach so, da bin ich. Alter, der Raum wird auf einmal so fremd. Wo bin ich hier? Ist das auch die Erde? Licht, Licht. We need more particles hier. Dankeschön. So, schwebende Fackeln. Wow. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch Vollpause. Ja. Das.
Wird ein sehr schönes Projekt.